Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder alle da seid. Hoffe, euch geht's gut. Mir geht's blendend. Wir haben wieder ein neues Produkt. Diesmal aus China. Was genau, seht ihr nach dem Trailer. So, da sind wir wieder. Der Coronavirus hab ich bestellt. Nee, Blödsinn. Eine Spielkonsole aus Xing Feng Peng Nasi Goreng. So, 8-Bit-Konsole, 2,5 Zoll Display, Lionen-Akku. Ja, kostet bei Wish so um die 10, 12, 11 Euro. Das ist je nach Händler unterschiedlich. Ja, hab mir gedacht, kauf ich mal. Probieren wir mal aus. Ne? Packen wir das Teil mal aus. Also, übrigens, genau, haben wir vergessen. Das Teil gibt es in verschiedenen Farben: Rot, Schwarz, Blau, Weiß. Wir haben jetzt die Farbe Blau geordert. Haben auch Blau bekommen. So, schauen wir erstmal, was noch drin ist. Ja, eine Anleitung in Xing Feng Peng. Ja. Okay, hinten haben wir es noch auf Englisch. Und dann nochmal, was alles im Karton sein sollte: die Konsole. Das Kabel, die Anleitung, die Batterie, ja, und die Verpackung. Okay, die Verpackung sollte in der Verpackung sein. Na gut. Ja, die Chinesen entsorgen den Müll in Deutschland. Keine Ahnung, was hier drin sein sollte. Gut. Standard USB-Kabel, wie man es kennt. Also nichts Besonderes. Ja. So, jetzt kommen wir zu der Konsole an sich. Ja. High-Quality-Knöpfe, also schmeißt eure PS4 und was weiß ich nicht alles in die Tonne, das Teil ist tausendmal besser. Nee, Quatsch. nicht, dass er das nachher noch macht. So, dann haben wir hier einen Kopfhöreranschluss für Dolby Atmos. Nein, auch nicht. Gut. Ladeanschluss, laut und leise. Der Button zum Anmachen. So, auch wenn es jetzt optisch so aussieht, als könnte man das jetzt hier aufmachen für eine Spielkassette reinzumachen. Nein, ist nicht so. So, dann haben wir hier, oha, na, wer kennt diese Batterie? An irgendeinem Gerät, was auf dem Markt ist oder Markt war, ist diese Batterie verbaut. Schreibt mal unten in die Kommentare, ich verrate es euch jetzt mal nicht. Mal gucken, wer recht hat. So, hier ist jetzt nichts Großartiges. So, Deckel zu. Chinese tot, Affe tot, Konsole tot, ah ne. Yo, High Quality Sound, wie man sieht. Ja, stellen wir mal auf Deutsch. Was soll man denn nehmen? Chinesisch oder Englisch? Ja, schwierige Wahl, ne? Na gut. Ach, das Ding ist aber auch sehr laut hier. So. Dann nehmen wir mal Englisch. So, und hier haben wir dann natürlich eine ganze Reihe von Spielen. Gehen wir mal hier alles mal so durch. Müsste so über 100 sein. Der Sound ist natürlich, naja, sehr krächzen. Ja, wo sind wir? 97, 95, 100, 120 sind wir jetzt, 26. Also 129 Spiele. Na gut, hätte man auch 130 machen können. Hätte schön ausgesehen. Na gut. So, dann machen wir mal Super Mario an, würde ich mal sagen. Naja. So, noch einmal. Alle, hopp. Hopp. Naja. Wie ihr seht, funktioniert aber ganz gut. Hier kommen wir die Rückstelltaste. Dann kommen wir wieder auf Menü. Muss man wieder auf Englisch gehen. Nehmen wir mal irgendwas anderes, mal willenlos. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, oh, stopp. Ohne zu gucken, was es jetzt ist. Oh. So.
Naja, Fußball, ey. Oder? Ja, sieht aus wie Fußball. Why, FIFA 22. Hey. Ich frag mich nur, was sich hier wo bewegt. Naja, egal jetzt. So. Fazit zu dieser Konsole. Ja, ist kein High-Quality-Gerät. Ist aber gut, wenn man jetzt kleine Kinder hat, die im Auto ein bisschen quengeln. Kauft man sich eben für 20 Euro zwei solche Dinger, wenn man zwei Kinder hat. Ja, dann hat man erstmal Ruhe im Karton. Ist jetzt nichts Wildes, nichts Besonderes. Oh, für ein Kind mal so 2-3 Stunden ruhig zu halten, ist das da ganz okay. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.